Das fossile Zeitalter nähert sich seinem Ende und wollen wir die Energiewende schaffen, muss es das auch. In der Energiegewinnung von morgen spielt Holz eine immer größere Rolle. Immerhin ist es ein nachwachsender Rohstoff, der auch nur so viel CO2 freigibt, wie er vorher eingeschlossen hat. Dieses klimaneutrale Energiegewinnungssystem machen sich die GreenTech Champions von Syncraft zunutze. Die Basis für uns sozusagen ist die erneuerbare Energiebereitstellung, erneuerbare Energieproduktion. Und unser Ansatz ist auf einer bestehenden Ressource, nämlich Holz, Waldrestholz sozusagen aufzubauen und daraus sozusagen regional hocheffizient Energie in Form von Strom und Wärme bereitzustellen. Das 29. dieser Kraftwerke befindet sich derzeit in Bau. Das Konzept richtet sich vor allem an Kommunen und Gemeinden. Schließlich kann nicht jeder eine Photovoltaikanlage auf sein Dach montieren. Die Tiroler stellen aber nicht bloß Energie aus Holzresten klimaneutral her, sie veredeln am Ende sogar ein ehemaliges Abfallprodukt. Wir produzieren eigentlich ein Upcycling-Produkt aus dem Waldrestholz und das ist dieser technische nachhaltige Kohlenstoff. Wir setzen also Waldrestholz, einen Reststoff ein, wandeln einen Großteil in Energie um und auch nur ein erklecklicher Teil wird dann sozusagen zu einem technischen Kohlenstoff, der in der Aktivkohleherstellung, der in der Grillkohleherstellung, der aber auch als Betonzuschlagstoff dann Verwendung findet. Das heißt, das ist kein Recycling von Waldrestholz, sondern eigentlich ein Upcycling. Nur ein Kraftwerk von Syncraft kann 10.000 Tonnen an CO2 einsparen und 3.000 davon werden der Atmosphäre sogar aktiv über die Pflanzenkohle entzogen. Grüne Technologie, die verdeutlicht, welches Know-how in heimischen Betrieben steckt. Die GreenTech-Community und GreenTechs im Generellen sind für Österreich die größte Export- und die größte Wirtschaftschance überhaupt. Ich glaube, wir haben da eine sehr hohe Standortglaubwürdigkeit, was dieses GreenTech-Thema betrifft. Also wenn wir diese Chance jetzt verpassen, dann laufen wir die nächsten 30 Jahre international hinterher. Syncraft gehört mittlerweile zu den Exportmeistern des Landes. Neben Kraftwerken in der EU und der Schweiz ist das Unternehmen gerade im Begriff, mit Hilfe der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich, ein weiteres in Japan zu bauen. Umwelttechnologie, die aus Tirol heraus die Welt erobert.